Ja, moin moin, hallo. Wir hatten hier eine Pizza bestellt und die ist immer noch nicht angekommen. Wird gleich dunkel hier. Leute, jetzt ist sie nicht mal geschnitten. Ich muss heulen, Leute. Was machen wir jetzt? Doch, ich könnte mich am Arsch lecken, ehrlich. Ich brech das Video euch ab. Das war das Video. Ich werde das nicht mehr testen. Mann. Und schön, dass ihr einschaltet zum neuen Video. Wir werden heute bestellen bei der besten Pizza Deutschlands, sagt Lieferando zumindest. Wir werden die beste Pizza Deutschlands bestellen, haben ultimativ viele Leute auch wieder abgestimmt. Das ist das Prinzip bei Lieferando, da können natürlich sehr, sehr viele Leute abstimmen. Wir haben da letztens auch schon bestellt beim Pizza-Video mit einem guten Monte zusammen. Allerdings wussten die Inhaber Bescheid, das ging nicht anders bei dem Video. Das ist natürlich kein repräsentatives Ergebnis. Das heißt, wir werden jetzt so nochmal bestellen, die wissen von nichts. Vielleicht, wie schnell und geil ich schon wieder rede, Mann. Wir werden vielleicht dann auch nochmal hinfahren. Ich zeige euch den Laden, mal gucken, aber wir bestellen erstmal. Ich habe hier direkt schon das Bestellteil offen und guckt euch alleine schon die Bilder mal an. Eieiei, da werden wir uns zumindest 3 knaftige Runden gönnen und schauen, ob zu Recht das Ding zu 1 gewählt worden ist oder nicht. Ultimativ Cheese Flash, zieht euch das mal rein aus, ey. Also da, boah, ich gucke ja jetzt mal in Ruhe nach und dann werde ich uns eine geile Auswahl nennen. Ich glaube, ich setze mich sogar kurz einmal ins Auto, weil es hier zu kalt ist. Eins muss man denen lassen, die haben wirklich außergewöhnlich heftige Sorten. Ich erzähle euch auch noch mehr zu der Pizza. Die haben auch noch einen Preis irgendwie für Nachhaltigkeit oder so gewonnen. Also, gucke ich gleich nochmal nach, wenn ich dran denke. Aber die Sorten, Leute. Oh, Aussehen, Kreativität. 10 von 10, Mann. Auf hausgemachte Tomatensauce und handgezogenem Teig. Das habe ich ja noch nie gehört. Natürlich handgezogen, klar. Erwarten wir auch. Aber ausgedrückt wie die Großen, Mann. Wie die Dichter und Denker. Blazing Salami. Mit original neapolitanischer Salami. Ich gucke da jetzt rein. Wir entscheiden uns gleich. Also Nummer 1. Wird die hier sein. Oh, eine geile Salsiccia. Oh, ja, die gönnen wir uns. Ich wollte gerade sagen, mit Sauce Hollandaise. Also das ist mir schon wieder zu fleischig. Für die geile Pizza mit Sauce Hollandaise, da habe ich jetzt hier gar nicht mit gerechnet. Wäre auch krass, aber ich weiß nicht, Mann. Scheiß drauf, nehmen wir einmal rein. Und wir nehmen einfach nochmal ultimativ Cheese. Fior di Latte, Ricotta, Gorgonzola, Provola und Parmesan. So sieht sie aus. Grandiosa, grandiosa. Aber meistens können die nichts, die Käsepizzen. Wir stellen die richtig auf die Probe hier. Ich bin auch so verscheppert. Mach mir Lieferando-Video und ich bestelle bei Uber. Ich bestelle einfach jetzt ganz normal bei Lieferando das Ganze. Ich weiß es nicht, was ihr mir sonst unter... was rede ich hier überhaupt, Mann? Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich hier rede. Also ich bestelle einfach bei Lieferando nicht, dass mir irgendwas jetzt einfällt. Ich wüsste nicht, warum das jetzt schlimm sein soll, das Ganze bei Uber zu bestellen. Aber vielleicht habe ich auch eine Lücke im System nicht erkannt und ihr sagt danach, nein, du hättest bei Lieferando bestellen müssen. Deshalb bestelle ich jetzt einfach bei Lieferando, dann ist das gleich da. So machen wir das. Während wir warten, noch mal kurz. Genau, sie haben auch den Award für das innovativste Restaurant bekommen, weil sie CO2-neutrale Pizzen anbieten. Krass. Ja, warten wir mal auf die Pizza. Eine Stunde später. Ich warte 55 Minuten jetzt auf die Pizza gleich. Da stand erst 30 bis 45 Minuten, jetzt sind wir bald bei einer Stunde. Wer da was für kann, keine Ahnung, kann passieren. Ich wollte euch nur updaten. Meine Laune ist dementsprechend nicht die allerbeste, denn ich habe auch extrem Hunger, aber ich hoffe, sie ist gleich da. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich warte immer noch. Es ist jetzt über eine Stunde, also bestellen, wer meine Videos verfolgt, also öfter verfolgt. Wir stellen es echt nicht meins, Mann. Und ich kann da jetzt nicht mal anrufen, weil ich will nicht, dass das gezinkt ist. Dann schicken die Bestellung neu los oder so. Ich will normale Bedingungen. Meine Fresse. Vielleicht finde ich hier jemanden, der mich kennt, der mal eben kurz für mich da anrufen kann. Ich fange schon das Stottern an. Ich sag's euch, ich will jetzt nicht wieder hier unnötig ausrasten. Mann, ey, ich habe auch ein Leben, Mann. Ich habe auch eine Familie. Die will, dass ich nach Hause komme. Ich sitze hier seit einer Stunde wie ein Vollidiot. So ein Scheiß, Mann. Also ich habe hier jemanden am Start, der ruft mal kurz einmal an. Hier, ich gebe dir mal. Hallo, ich hatte eine Pizza bestellt und zwar zu den großen Bleichen 7. 10, 15 Minuten. Alles klar. Dankeschön. Katastrophe, Mann. Stunde und 10 warte ich jetzt schon. Das warte ich 1,5 Stunden, so eine Scheiße, ey. Das ist echt nicht normal, Mann. Ich werde mich jetzt nochmal ins Auto setzen hier. Jetzt muss ich das nochmal aufnehmen, ey. Lieferung ist echt nicht mal. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe eben die Jacke hier drüber gehabt und man konnte jetzt schon wieder alles hat gekrisselt hier an der Aufnahme. Meine Fresse. Also was ich sagen wollte nochmal. Ich kenne die Jungs echt schon ewig. Diese Pizza ist die erste Pizza, die ich zur besten Pizza Deutschlands ausgezeichnet habe. Damals noch genannt die bislang beste, bezogen darauf, dass ich noch nicht so viele Pizzen getestet hatte. Und jetzt wurde die von Lieferando, wie gesagt, zur besten Pizza Deutschlands ausgezeichnet. Die Jungs sind korrekt, ne? Und man weiß zum Schluss nie, ist jetzt der Lieferdienst schuld, sind die schuld. Aber 1,5 Stunden warten ist Abschluss, Leute. Also mal ganz im Ernst. Ich habe auch ein Leben, ich wollte schon zu Hause sein. Mein Sohn wartet auf mich. Also das gleiche ist das Dunkel. Echt
Das nervt mich so maximal gerade. So, kein Scheiß, ich würde euch jetzt die Sprachnachricht vor Dings labern. Ich will nicht die Stimme meiner Freundin leaken. Habe ich ja schon mal gemacht hier. Nee, scheiß drauf. Ich habe gesagt, ich bin dann und dann schon da, weil ich nicht damit rechne, dass ich mehr als anderthalb Stunden brauche, hier um die Pizza zu bekommen. Mit einem Hund verlange keiner mehr draußen. Jetzt keine Ahnung, was ich machen soll, Mann. Wie gern würde ich die jetzt anrufen und fragen, was... Also ich habe ja deren Privatnummer, aber das mache ich nicht. Ich mache das nicht, weil das hier ein unbeeinflussbares Video sein soll. Also das soll einfach keinen Bonus geben, aber das geht nicht mehr, Mann. Echt, das ist doch nicht normal. Also erstmal ohne Witz, das ist ja auch dieses vorausbezahlen müssen. Stunde 40 sind es gleich. Stunde 40. Normalerweise bin ich doch auch wahrscheinlich gar nicht mehr zu Hause. Ich erreiche niemanden, ich kriege mein Geld nicht wieder. Ich habe jetzt über 50 Euro ausgegeben, bin gar nicht mehr zu Hause. Also was ist das? Ich denke, ich spreche für alle, die schon verspätete Bestellungen haben. Denn denkt euch irgendein Prinzip aus, wie sowas nicht passiert, da auch bei den Lieferdienstleistern. Aber das geht doch nicht, Mann. Ich will mein Geld zurück. Ich will einfach auch jetzt drei Viertel meines Geldes zurück für die Wartezeit. Also selbst seit meinem Anruf, die gesagt haben, in einer Viertelstunde ist das da. Es sind jetzt 30 Minuten vergangen. Es ist übrigens Lieferweg. Ne? Ich habe die Adresse eingegeben. 6 Minuten. 6 oder 7 Minuten. Also das ist es doch nicht. Das ist es doch nicht, Mann. Ich bin so froh, dass ich euch sowas mal präsentieren kann, wie es wirklich läuft. Ne? Und nicht immer hier Kamera Bonus, hier Kamera das. Mir fehlen die Worte, Mann. Mir fehlen echt die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe keinen Bock mehr. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Ich kann meine Jacke nicht ganz zumachen, weil mein Mikro hier hängt. Gleich ist es dunkel. Was soll ich denn machen? Was habt ihr euch vorgestellt, was ich denn machen soll? Ich glaube, ich zeige auch den Laden nicht mehr. Das macht keinen Sinn, da jetzt hinzufahren, Alter, auf Kacke. Doch, ich stelle die zur Rede, die Jungs, Alter. Ich stelle die zur Rede, was da jetzt los war, Mann. Alter, ihr seht gleich zwischendrin nochmal, wie ich im Laden bin und mal frage, was hier überhaupt jetzt Sache ist. Das seht ihr zwischendrin nach Runde 1 oder 2 der Pizza, wenn die jetzt überhaupt ankommt. Ich glaube, die kommt gar nicht mehr an. Hier ist nochmal ordentlich Zeit jetzt vergangen. Ich breche das Video euch ab. Das war das Video. Ich werde das nicht mehr testen. Ich werde das nicht mehr testen, Mann. Ich breche das einfach ab. Was hättet ihr gemacht? Also, ich lade das einfach so hoch. Ist mir scheißegal. Mann, ey. Ich komme mir verarscht vor. Ich rufe da jetzt nochmal mit verstellter Stimme an. Ist mir scheißegal jetzt. Meine Fresse, verstellte Stimme. Ja, moin. Ja, moin, hallo. Wir hatten hier eine Pizza bestellt, schon fast vor 2 Stunden. Und die ist immer noch nicht angekommen. Hohe Bleichen 7. Wird gleich dunkel hier. Ja, wir hatten schon vor 30 Minuten angerufen. Da sagten sie 15 Minuten. Da sind jetzt schon wieder mehr als 30 Minuten vergangen. Ja, ich hoffe, er ist gleich da. Tschüss. Mann, ey, Mann, also wirklich, also ich krieg hier einen Ausraster schon wieder. Ich muss mich zusammenreißen, naja. Er ist erst da reingefahren, deshalb bin ich noch hinterher. Wir haben die Pizza am Start, korrekt, mein Lieber. Also das waren 2 Stunden fast habt ihr gebraucht, Jungs. Sorry, da beim Dom ist alles voll. Das ist natürlich 7 Minuten Fahrtweg waren das. Also das ist keine Ausrede, echt. Ich stehe seit 2 Stunden, das ist echt nicht feier. Ich weiß nicht, wer da jetzt was für kann. Ein Glück haben wir hier alles auf Video, aber ich koche innerlich die. Scheiße, Alter, ehrlich. Fehlen mir die Worte, Jungs. 2 Stunden warte ich hier, Mann. Hau rein. Ich mache hier Video, die brauchen 2 Stunden zum Liefern. Ich glaube das nicht. Ehrlich, ich habe keinen Bock auf so eine Scheiße, Mann. Das ist echt, tut mir leid, Jungs. Da kann ich mich auch nicht zusammenreißen, wirklich nicht. Vorhin war das ja alles noch witzig. Ich stehe wie ein... Wirklich, jetzt habe ich meinen Ständer wieder im Auto vergessen. Die Pizza kann hier warten. So eine Scheiße, ey. Mann, Alter, das, da habe ich auch keine guten Worte mehr. Wirklich nicht. Also was soll die Scheiße? Mann, ey. 2 Stunden bin ich. Ich wollte das jetzt ganz entspannt nehmen. Wirklich, ich versuche mich hier echt zusammenzureißen. Jetzt stehst du da und musst die Pizza auch noch ehrlich bewerten. Am liebsten würde ich jetzt sagen, ist alles zum Kotzen, aber kann ich nicht machen. Wirklich, 2 Stunden, ey. Nur Pizza Nummer 1 jetzt, Alter. Bei der Lieferung wollen die Leute mich verarschen, Mann. Jetzt. Wirklich, meine Fresse, Alter. Zum Glück habe ich nicht die Schwester angerufen. Guck mal, mit Kamera letztes Video gemacht, 20 Minuten da gewesen. Mach jetzt die Pizza auf. Und auch nicht geschnitten, Alter. Soll ich mir die so in die Fresse drücken oder was? Leute, Alter, jetzt ist sie nicht mal geschnitten. Ich muss heulen, Leute. Was meinen die jetzt? Doch, ich könnte mich am Arsch lecken, ehrlich. Und die, ich schwöre auf meine Mutter. Die ist, oh Mann, ich drehe am Rad, wirklich. Ich komme hier nicht mehr klar. Ich schwöre auf meine Mutter. Die ist wabbelig von außen. Ich nehme das jetzt persönlich, weil ich hier seit heute Morgen nichts gegessen habe und ich will eine knusprige Pizza haben. Meine Fresse, ich mach meinen Ständer jetzt hier an, ey. Jetzt fehlt noch, dass mir der Ton ausfällt oder so eine Scheiße. Den prüfe ich jetzt nochmal ab. Na, wie soll ich die jetzt essen, die Pizza? Sag mir das mal jemand hier. Sag mir das jemand vor, wie die Pizza essen soll. Schreib's mir in die Kommentare. Ey, ich fange an zu zittern hier von der Scheiße, Mann. Toncheck. Hallo, hallo. Ist drauf, ich drehe am Rad. Der Dom, sagt der. Der Dom. Ich bin selber gerade hierher gefahren, weil ich erst zur Pizzeria gefahren bin, ich voll honk. Nix, der Dom. Hier ist noch knusprig. Jetzt muss ich mir die Scheiße abreißen. Ich gehe hier steil, ey. Ja. Aber
Geschmack ist heftig. Teig nicht mehr so knusprig wie beim letzten Video. Ich lasse sie das nachher erklären, was sie da für Special-Teig haben. Ich fahre da nämlich noch hin und sage dir meine Meinung. Aber geile Gorgonzola-Note. Die haben auch Gorgonzola drin, Parmesan, Fior di Latte, einen anderen Käse auch noch. Rand ist wirklich nicht mehr so fresh. Und das sage ich euch nicht so, weil ich sauer bin. Ich beruhige mich wieder, weil Essen macht mir immer glücklich. Geile, geile Käsenote. Also der Teig, das ist auch wiederum special. Rein vom Geschmack schmeckt er wirklich wie frisch aus der Pizzeria. Und dieser typische neapolitanische Teig, allerdings knuspert er nicht mehr. Das hatten wir letztens. Wir hatten wirklich eine Pizza, eine neapolitanische geliefert ist, weil die ein Special-Konzert haben, der noch geknuspert hat. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man es, ähnelt so ein bisschen an Crepe-Teig. Und es hat auch ganz leicht, so ganz leicht diese Unternote davon. Starkes Ding. Aber, wie gesagt, nicht mehr knackig. Ich zeige den Jungs jetzt meine Meinung. Da seht ihr gleich, wie ich da hinfahre. Und natürlich esse ich jetzt schon weiter. Dann sehen wir uns gleich in Runde 2 hier. So, wir sind jetzt gleich da. Warum ich hier eine Pizza auch in der Hand habe, werdet ihr gleich noch im Verlauf des Videos erfahren. Wir müssen was überprüfen. So, ich muss es auch nochmal sagen, ich kenne die Jungs. Ne? Und ich verstehe mich gut mit den Jungs. Aber bei der Bewertung gibt es keine Freunde. So ist das nun mal. So, und jetzt gehen wir da rein. Schicker Laden aber. Schöne Aufmachung von außen. Moin, das ist ja mein Lieblingslieferbote. Grüß dich, ne? Kannst du dich an mich erinnern, ja? Was ist das hier? Ich habe hier noch eine Pizza für euch. Nein, ich hab mit den, kannst du kurz hier hinstellen einfach. Sind die Jungs gleich da, die Chefs? Chef ist gerade im Urlaub. Er ist jetzt Chef für die Zeit, wo der... Ah, okay. Nochmal zu eurer Pizzeria. Was ist denn das Spezielle hier an der Pizzeria? Hier kannst du jetzt nochmal alles geben einmal. Wir haben eine Fusion-Pizza, also eine Mix aus einer neapolitanischen und einer Roma-Pizza. Neapolitanische Pizzen kannst du nicht ausliefern, weil die zu hohen Feuchtigkeitsgehalt haben. Und wir haben den Feuchtigkeitsgehalt verringert, die Kartons so angepasst, dass die Feuchtigkeit entweichen kann. Dadurch können wir halt eine ziemlich gute, fast neapolitanische Pizza ausliefern. Stark, okay. Geil, geil. Wir haben Elektrostein oben, Mozzarella aus Neapel kommt der Stein. Ja, geil, geil. Dann werde ich mich hier einmal noch mal umgucken, ein, zwei Aufnahmen machen und dann habe ich noch mal mit einem von euch ein Hündchen zu rupfen, wegen meiner Lieferung heute. Ich muss sagen, hier vor Ort, das schmeckt natürlich noch 10-mal besser. Ist ja immer so, ne? Kann ich mit dir einmal sprechen, Chef? Mit dir? Für Video, das für ein YouTube-Video? Ja, oder lieber mit dem anderen Kollegen? Lieber mit denen, ja? Ah, da ist er ja. Er sagt, ich soll mit dir sprechen. Er spricht nicht so gut Deutsch. So, ich habe mir jetzt hier zu Runde 1 hier. Danach gehen wir nochmal zum Essen. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt im Video, weil 2 Stunden die Lieferung gedauert hat. Leider, ja. Ich habe halt nicht angekündigt diesmal, dass ich bestelle. Hat 2 Stunden gedauert. Yeah. Vielleicht für euch nur nochmal das zu erklären von eurer Seite, was da vielleicht schief laufen kann oder was vielleicht zum Beispiel diesmal der Grund ist, damit die Leute das verstehen. Vielleicht auch aus eurer Sicht als Pizzabäcker oder Lieferant. Ja, man gibt sich ja immer viel Mühe, man steckt viel Liebe rein, aber wenn es logistisch einfach nicht aufgeht, kann man so viel arbeiten, wie man möchte. Wenn die Fahrerzahlen nicht stimmt und die Küche aber auch noch hinterherkommt, dann ist es halt manchmal schwer, mit richtig vielen Bestellungen hinterherzukommen. Okay. Also wir haben jetzt gerade einen richtigen Aufschub an Bestellungen. Das heißt, wir haben in den letzten Monaten, ich kann dir keine Prozentzahlen nennen, aber die Bestellungen sind dramatisch hochgegangen. Also wir haben echt viel mehr als sonst. Und da hinterherzukommen mit der Menge an Fahrern, die wir jetzt in diesem Moment haben, ist halt schwer. Auf, dass wir meistens genug Fahrer haben. Okay. Sonntagabend, wenn da schon mal 200 Bestellungen an dem Tag reinkommen, dann haben wir dann auch unsere 10, 12 Fahrer, damit wir da hinterherkommen. Okay. Jetzt ist es dann halt nicht schief. Alles klar, gar kein Problem. Wir werden nochmal zurück zu Ort und Stelle, wo die Pizza testen, dann sehen wir uns gleich hier nochmal mit dir. Alles klar. Wieder am Start hier bei Runde 2. Also. So, optisch gefällt mir die nicht. Sag ich euch ehrlich, sieht aus wie Würstchen. Haben die den Käse vergessen? Die haben die Salsiccia, die haben mir was Falsches geliefert. Also ich drehe am Rad. Die haben mir irgendeinen veganen Kram geschickt mit veganer Wurst oder so. Ey, die haben mir eine falsche Pizza geschickt, Jungs. Nein. Ja, ich schwöre. Ich sag's euch. Vegane Wurst habe ich bekommen. Was ist das für ein Scheiß? Echt nicht normal, Mann. 2 Stunden habe ich gewartet. Das ist ja scheiße. Ja, sie haben's verschissen einfach. Das ist irgendeine falsche Pizza hier. Jungs, ich muss die schnell essen, bevor die kalt ist. Ja. Kuss, danke für euren kurzen Einsatz hier. Ja, Mann, ey.
Nee, danke, danke, Brudi, danke, danke. Ich probiere die zumindest. Mal gucken, ob die wenigstens schmeckt. Echt, Jungs, ihr macht mich fertig. Ich mag euch echt gerne, aber ihr macht mich kaputt, ey. Man kann mich echt kaum noch sehen. Machen die mir vegane Wurst darauf, ey? Ja, ist keine vegane Wurst, das glaube ich nicht. Schmeckt aber trotzdem nicht so gut. Ehrlich, Jungs, ihr macht mich fertig. Aber ich muss immer ehrlich sein, immer. Das ist mir scheißegal. Ich hab gesehen, die habe ich trotzdem noch gefeiert, die Pizza. Ganz intensive Tomatensauce. Sehr intensiv und gut. Ich muss sie wieder abreißen, ist ja nicht geschnitten. Wenn du viel und lange im Pizzagame drin bist, ist das, was irgendwo eigentlich keine Kritik ist. Aber wenn du viel Pizza isst, zur Kritik wird Tomatensauce. Alle nehmen immer die gleiche. Die ist so intensiv, die feuert rein. Du kannst gar nicht sagen, warum. Vielleicht minimal Zucker reingemacht. Schieß einfach hinterher. Es wird die Raketenantrieb in deinem Mund zünden und einfach bam. Einfach gefühlt fünfmal mehr auf deine Geschmacksnerven wirkt als eine normale Tomatensauce. Aber die Wurst kann nichts mit anfangen. Oder ist es die Richtung, das ist Salsiccia? Ich kenne nur Salsiccia Salami eigentlich. Wenn ich mich recht erinnere, vielleicht bin ich auch dumm, dann entschuldige ich mich dafür. Ja, dann können wir vielleicht die Antwort auf die Frage von der Pizza, das frage ich die auch, da blenden wir jetzt noch mal ein im Laden, was mit dieser Pizza los war. Oder ob ich dumm bin. Was ist das hier für eine Pizza? Kannst du mir das sagen? Das ist eine Salsiccia Burrata. Ach, tatsächlich. Okay, Salsiccia. Ah, ich glaube, ich kann mich erinnern, das war so eine Schweinewurst, war das Salsiccia. Eine italienische Schweinewurst, glaube ich, ne? Jetzt erinnere ich mich. Ich habe nämlich vorhin schon wieder in meiner Rage voll eskaliert. Ich habe gesagt, ich habe meine falsche Pizza geliefert und so. Aber das war dann in der Tat mein Fehler. Das gestehe ich auch an der Stelle ein. Also ihr habt richtig geliefert. Das war mein Fehler dann. Also da nochmal Props an mich selber. Ja, Kuss. Danke, danke. Wir sehen uns dann wieder an Ort und Stelle beim Pizzatesten. Und zurück zu Runde 3, die Hollandaise-Pizza. Licht ist halt nicht mehr so gut. Ihr müsst es mir verzeihen. Scheiße. Das ist gefühlt am härtesten von außen vom Teig. Ich muss hier wirklich einfach wild abreißen. Ich reiße jetzt die Hälfte ab und beiße da rein wie ein Barbare. So, jetzt haben wir hier unser Stück Pizza. Und auch wieder on point von unten. Schöne Zwiebeln und wie sich die Zwiebel mit der Soße kombiniert vom Geschmacksfeeling, ist ganz hohe Klasse. Hollandaise kickt gut rein. Brokkoli, super Kombi dazu. So wie ich letztens bei dem Video gesagt habe, das ist einfach eine Kreation, die von den Geschmäckern füreinander geschaffen ist. Diese drei Zutaten sind dafür gemacht, sie zu kombinieren. Als hätte eine höhere Macht uns die Aufgabe gegeben, viele kleine Dinge auf der Erde verstreut in Form von Lebensmitteln und gesagt, löst das Rätsel, kombiniert die Dinge und findet die perfekte Kombi. Das mit diesem Brokkoli, Sauce Hollandaise und den Zwiebeln kickt einfach sehr, sehr stark rein. Hähnchen auch noch gut. Leider ist der Rand halt nicht annähernd so wie beim letzten Mal. Das unter der Hollandaise auch noch eine Soße, keine Tomatensauce. Dieses Feeling von dieser Soße und den Zwiebeln. So wie ein bisschen bei so einer Rahmsoße mit Zwiebeln. Diese Kombi von dieser Rahmsoße mit Zwiebeln gibt es zum Beispiel auch in Gyros in Rahmsoße. Die anderen Varianten. Ich würde jetzt nicht sagen komplett identisch, aber diese kleine Geschmacksnuance, die kickt mich weg. Die kickt mich weg. Ab zur Bewertung. Aus dem Bauch heraus, ohne dass ich mir mein Lieferservice-Ranking dieses Mal angucke. Das mache ich eigentlich nicht, aber ich möchte jetzt einfach komplett unbeeinflusst so meine Bewertung raushauen. Pizza Nummer 1, klassische 8,3, ist wirklich ganz stark gewesen, der Käse. Aber durch den Rand wäre der noch besser gewesen. Ich weiß noch, beim letzten Video hatte ich eine 9 für eine Pizza gegeben. Zweite Pizza, Tomatensauce hat echt richtig reingekickt. Hast gemerkt, was habe ich da, was haben die gemacht? Das ist ein Juwel, das ist was Heftiges. Wurst jetzt aber nicht so reingeknallt, gebe ich trotzdem noch eine 7,5. Letzte Pizza mit Hollandaise, gebe ich auch eine 8,3. Auch geile Kombi, absolut geil wie das erste. Nur dass der Rand auch, und bei denen stand die Pizza jetzt auch im Moment, aber es war vom Rand nicht anders als die erste, interessanterweise. Ja, aber alle starke Pizzen und nichtsdestotrotz, trotz der Wartezeit. Es kann immer passieren, egal wo du bestellst, irgendwann wenn sie einscheißt, irgendwann wird dies, irgendwann wird das. Wenn man das als Kriterium sieht, irgendwo nicht zu bestellen, wird man bald nirgendwo bestellen. Oder nur bei den allerwenigsten. Manche kriegen es vielleicht hin. Oft sind es nämlich auch die Dienstleister, die einkacken und nicht die Lieferservice. Wie auch immer, Pizza geil. Kuss, Kuss. Danke an alle, lass mir gerne den Daumen oben reinknallen. Kann echt nicht mehr reden. Lass mir gerne den Daumen oben knallen. So. So würde ich sagen. Kommentar da. Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich glaube, 20% habe ich abonniert, die mich gucken. Traurig aber war. Bis zum nächsten Mal.